Jetzt geht's erst so richtig los. Unser nächster Gegner im Wildpark ist der FC Kaiserslautern. Jetzt Tickets für die geilste Baustelle in Karlsruhe sichern. Gerade jetzt nach dem Jena-Spiel, wo man 35 Minuten Unterzahl waren, denke ich, konnte man mit dem Punkt ganz gut leben. Wollten natürlich jetzt das Abendspiel hier in Zwickau mit einem Dreier beenden und eine Heimreise antreten, dann positiv. Klar sind wir jetzt ein bisschen mit gesenkten Köpfen hier, aber dennoch müssen wir uns zufrieden geben damit. Und jetzt zählt einfach nur dann am Samstag wieder positiv ins Spiel zu gehen und drei Punkte zu holen. Ja, hier als Tabellenzweiter will man hinkommen und die wichtigen Spiele hier mitnehmen. Leider haben wir es halt verpasst, aber letztendlich zwei Punkte sind zwei Punkte und ich denke, kann man damit leben. 1-1, ich denke, wir hatten kurz Glück, gleich nach einer Minute der Ecke, die gegen den Pfosten geht. Dann waren wir etwas besser drin und haben auch das Spiel ein bisschen bestimmt. Trotzdem muss man immer aufpassen, dass Zwickau schnell umschaltet und auf die zweite Bälle. Da haben wir am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, da haben wir uns besser eingestellt und gerade so ab der 25. Minute haben wir ein bisschen eine Druckphase gehabt. Was mir nicht gefallen hat, war dann im letzten Drittel, dass wir da nicht mutig genug waren, sondern unentschlossen teilweise, immer noch den falschen Ball gespielt oder den Ball nicht in die Box, dadurch immer wieder konteranfällig und so passiert es auch, dass wir in der 43. Minute ein Kontertor kriegen, auswärts, da muss ich ein taktisches Foul machen, dann gehe ich mit 0 in die Pause. So muss ich dem 1-0 hinterherlaufen. Schwierig, jeweils in einen Rückstand geraten, ist normal nicht typisch für uns. Schwierig zu sagen, wir haben es immer versucht, gerade nach dem Köln-Spiel haben wir eine super zweite Halbzeit gespielt, wollen darauf anknüpfen, fahren nach Jena, kriegen direkt wieder eins, kommen dann gut zurück, jetzt gegen Zwickau, kommen wieder zurück. Das ist das Positive, dass wir zurückkommen, aber wie heute zum Beispiel, erste Halbzeit ist zwar wer zu verhindern gewesen. Gerade bei mir persönlich hätte ein taktisches Foul machen müssen, dann gehen wir mit 0-0 in die Pause, so kriegst du ein blödes Gegentor vor der Halbzeit. Und die Fehler müssen wir einfach abstellen oder ein bisschen cleverer uns anstellen und hoffentlich gelingt uns dann wieder, dass wir mal die 0 halten und dann wieder ein 3er einfahren. Also ich denke, vollkommen richtig. Also Handspiel ist heutzutage ein heikles Thema, aber ich denke, kann man geben und zu Recht. Von mir aus schwierig zu sehen. Ich habe den Freischuss von außen geschlagen, habe ich gesehen, dass er abgeköpft wird, genau vom David Pessoa an die Füße. Er hat schnell gehandelt, geschossen und dann haben alle Hand geschrien. Ich habe mit dem einen oder anderen Zwickau-Spieler kurz gesprochen gehabt, der im Auge meint, das Handspiel Klaus, 1 Meter ist immer fraglich, aber die Hand war auf jeden Fall dabei, daher kann man den, denke ich, schon geben. Ich bin echt froh, dass ich meine Chance bekommen habe und denke, ich habe sie gut genützt und bin sehr zufrieden eigentlich. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas besser drin, kriegen dann den Elfmeter, machen das Tor und hätte ich mir gewünscht, dass wir uns besser nachsetzen und vielleicht dann nochmal den Gegner mehr unter Druck setzen. Ist uns nicht so gelungen. Letztendlich denke ich, wenn wir 90 Minuten zusammenzählen, ist ein 1-1 gerecht hier in Zwickau. Und damit müssen wir leben. Und jetzt fahren wir nach Hause und bereiten uns auf Lautern vor. Dankeschön.